Fußball aktuell heißt heute 1. FC Bocholt gegen Wattenscheid 09. Bocholt, der Neuling an der Spitze der zweiten Liga Nord, noch vor den gerade abgestiegenen Bundesliga-Mitgliedern und manch anderem Favoriten. Die Mannschaft vom rechten Niederrhein gewann in Bremen und holte sich in dieser Woche einen Punkt bei Hannover 96. Heute hatte es Bocholt mit einer Mannschaft zu tun, die als sehr konterstark gilt und auswärts in dieser Saison noch keinen Punkt eingebüßt hat. Wattenscheid 09. Harald Clausen informiert. Friedel Elting, Sie sind der Trainer des 1. FC Bocholt. Hier ist ein kleines Fußballwunder geschehen. Aufsteiger in die zweite Liga, Tabellenführer, in Bremen gewonnen, in Hannover 96 nicht verloren. Wie kommt's? Das ist richtig. Ich führe da zwei Gründe an. Der erste Grund für mich, dass wir nach dem unglücklichen Abstieg vor zwei Jahren die Mannschaft halten konnten, die Leistungsträger vornehmlich. Und wir haben es verstanden, dann uns gezielt verstärkt. Und wenn ich von gezielter Verstärkung spreche, dann gilt das besonders, ganz besonders jetzt im Aufstiegsjahr. Sie sind vom Beruf Bankdirektor. Wie vereinbart sich das mit Ihrem Trainerjob? Das ist einfach zu erklären, weil wir im Grunde Edelamateure sind. Wir trainieren nach Feierabend, abends um 17.30 Uhr und wenn mal Kleinigkeiten anstehen, so hat mein Arbeitgeber ein klein wenig Verständnis dafür. Ein Aufruf für Winterland aus den Vereinigten Staaten. Sie werden hier oben von Ihrem Freund erwartet. Es hatte sich also offensichtlich schon bis in die Vereinigten Staaten von Nordamerika herumgesprochen, dass in Bocholt guter Fußball geboten wird. Wir sehen den Aufsteiger und Tabellenführer im Angriff. Und die erste große Möglichkeit nach einer Viertelstunde. Manfred Behrendt im Tor von Wattenscheid 0-0. 1,95 Meter ist er groß. 15.000 Zuschauer. Der Kassierer war heute mehr als zufrieden. Unkompliziertes, schnörkelloses Spiel. Das ist es, was den 1. FC Bocholt so stark macht. Wattenscheid, Oskar Wag sagte es, eine starke Kontermannschaft, auswärts, immer gefährlich. Und das zeigte sie auch heute, wie gut sie kontern kann. Montelet, der Spielmacher des 1. FC Bocholt. Früher einmal beim MSV Duisburg. Wieder einer dieser typischen, unkomplizierten, einfachen, aber dennoch so wirkungsvollen Spielzüge. Bloß im Abschluss nicht erfolgreich hier. Am Hünding hat die Mannschaft seit 2,5 Jahren nicht mehr verloren. Es ist also sicherlich kein Zufall, dass der Aufsteiger in der zweiten Bundesliga den ersten Tabellenplatz einnimmt. Peter Müller, die Riesenmöglichkeit für seine Mannschaft. Optisches Übergewicht bei Bocholt, technisch sicherlich reifer die Mannschaft von Wattenscheid 09. Ein Eckball in der 38. Minute. Peter Müller, ein Spieler wie Simonsen, nur 1,67 Meter groß. Völlig ungedeckt, Reinhard Maigl, das 1:0. Noch einmal in der Zeitlupe der Eckball von Müller. Die Abwehr schlecht postiert und dann wird Behrendt auf dem falschen Fuß erwischt. 1:0. Zugabe forderte das Publikum verständlich. Wattenscheid. Eine schnelle Mannschaft. Kleine Stürmer, aber eminent gefährlich. Das ist der linke Außenverteidiger. Süler. Dieter Ferner, er kam vom 1. FC Saarbrücken in seine westdeutsche Heimat zurück. Und gefährlichster Angreifer für Wattenscheid 09, linksaußen Wolfgang Patzel. Achten Sie einmal auf diesen Alleingang. Ersten lässt er stehen, den zweiten übersprintet er, am dritten vorbei und auf der Linie gerettet. Ein herrlicher Alleingang. Links haben wir den Wolfgang Patzke und hier sehen wir seinen Alleingang noch einmal in der Wiederholung.
Ein großes Talent kam von der Jugend von Rot-Weiß Essen nach Wattenscheid, zum Nachbarn nach Wattenscheid. Halbzeit in Bocholt 1:0 für den Gastgeber. Und nach der Halbzeitpause kam dann Wattenscheid. Schnelle Überbrückung des Mittelfeldes. Udella, der Mannschaftskapitän, wieder Patzke. Alles in Bewegung. Ferner gegen Rainer. Ferner der Sieger. Nach dem Wechsel und nach der Führung eindeutige Überlegenheit für die Gäste. Reiners mit der Nummer 10. Da ist am Ball. Mit dem linken Fuß abgefälscht. Ferner auf dem falschen Fuß erwischt. Der Ausgleich in der 49. Minute, nur 4 Minuten nach dem Wechsel. Noch einmal in der Wiederholung. Abgefälscht und Ferner auf dem falschen Fuß geschlagen. 1:1, nicht unverdient. Schnelles, direktes Spiel, typisch für beide Mannschaften. Begegnung der zweiten Liga Gruppe Nord mit gutem Niveau für die zweite Liga. Im Mittelfeld wurde kaum gedeckt, daher viel Raum für die Angreifer. Erst am Strafraum massierte sich die Abwehr. Doppelpassspiel. Torwart Ferner. Dann machte sich der enorme Kräfteverschleiß der englischen Wochen bemerkbar. Man darf nicht vergessen, beide Mannschaften sind nicht viel mehr als Halbamateure, die aber, der Tabellenstand weist es aus, sehr gut bestehen können gegen die Vollprofis, die es ja auch in der zweiten Liga gibt. Bocholt möchte durch Erreichen eines guten Platzes im nächsten Jahr in die eingleisige zweite Liga kommen. Spielerisch ist die Mannschaft stark. Die Frage ist, ob die Kräfte halten werden, denn die Saison ist natürlich noch lang. Und dies ist erst der 5. Spieltag. Peter Müller, der nur 100 Pfund wiegt und hier der Liebling der Zuschauer ist. Das war wieder gegen den Pfosten. Keine Mannschaft konnte sich also einen eindeutigen Vorteil erspielen und es sah ganz so aus, als sollte das Spiel unentschieden enden. 1:1. 87. Minute. Ein unnötiges Foul. Und dafür handelt sich auch noch Russok die gelbe Karte ein. Und achten Sie jetzt einmal auf Torwart Manfred Behrendt. 87 Minuten lang machte er keinen Fehler. Und 3 Minuten vor Schluss machte er den Fehler, der seine Mannschaft beide Punkte kostet. Zumindest einen, denn bis dahin stand es ja unentschieden. Er läuft raus. Verpasst und Bockenfeld erzielt den umjubelten Siegtreffer zum 2:1 für den Neuling, der auch nach dem 5. Spieltag ungeschlagen Tabellenführer bleibt. Zurück in die Sportreportage. Viktoria Köln unterliegt Werder Bremen 1:2, Oldenburg besiegt Lüdenscheid 6:2 und Kiel Solingen 2:1. Neuling Bocholt bleibt weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze vor Aachen und Osnabrück.